Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Weiter geht's mit der Videoreihe zum Thema FiveM. Heute mit dem Tuning-Chip. Was der Chip macht, habt ihr ja gerade schon im Pre-Intro gesehen. Und jetzt kommen wir zum Tutorial, wie ihr das Ganze installiert. Ist eigentlich relativ simpel, wie bei jedem anderen Plugin auch. Erstmal den Ordner des Plugins in den Resource-Ordner reinmachen und dann in die Server-CFG gehen, neue Zeile, Start, Leerzeichen, Namen des Ordners, in dem Fall xgc-TunerChip. Anschließend importiert ihr die TunerChip SQL, so damit ihr auch das Item bei euch in der Items-Tabelle habt. Einstellen kann man hier recht wenig bzw. gar nichts. Das Ganze ist auch schon auf Deutsch übersetzt, das habe ich schon gemacht. Dementsprechend könnt ihr das so lassen, wie ihr wollt. Wenn ihr euch noch mit HTML und CSS auskennt, könnt ihr dann hier auch über Style CSS das Aussehen von der Grafik verändern. So, als nächstes müssen wir natürlich dafür sorgen, dass wir den TunerChip auch in irgendeinen Shop kaufen können. Dazu gehen wir einmal in unsere Datenbank und dann auf den Table Shops. Dann müsst ihr entscheiden, in was für einen Laden ihr den TunerChip verkaufen wollt, oder ihr wollt bei allen verkaufen, dann müsst ihr den Schritt quasi bei allen Shops machen. Ich jetzt zum Beispiel wähle jetzt aus, jo, TunerChip passt sehr gut zur Tankstelle, beziehungsweise auf meinem Template-Server habe ich es im Hacker-Store drin, ist aber ja schon vorhanden. Dementsprechend machen wir das jetzt mal zur Tankstelle hinzufügen. Da klicken wir einfach auf Kopieren auf irgendeinen Eintrag, wobei Store LTT Gas Oil steht. Einmal kopieren. Gehen dann hier bei Item, geben wir einen TunerChip. Und hier unten bei Preis dann einfach eingeben, was ihr wollt. Zum Beispiel 10.000, 15.000, 2.000, 1.000. Wie das halt für euren Server am besten passt. Machen wir jetzt einfach mal 15.000 und klicken anschließend auf OK. Und dann habt ihr das Ganze in euren Shop schon drin. Und die Spieler können das ganz normal kaufen. Das war auch jetzt wieder ein relativ kurzes Video, aber ich hoffe, ich habe euch damit weitergeholfen. Jetzt können eure Spieler den Wagen per Chip-Tuning ein bisschen aufmotzen, sodass er schneller fährt. Ich bedanke mich an alle Kanalmitglieder. Vielen, vielen Dank für euren Support. Ohne euch wären diese Videos hier gar nicht möglich. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Vergesst nicht, das Video zu bewerten, wenn es euch weitergeholfen hat. Und schaut unbedingt bei der Playlist vorbei, die jetzt hier am Ende verlinkt ist. Dort findet ihr noch ganz viele andere Tutorials rund ums Thema FiveM. Danke fürs Zusehen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein und ciao, ciao.